Hallo und seid gegrüßt. Falls ihr euch jetzt gewundert habt, ich hatte gar nicht gemerkt, dass das andere Signal auch grün war und schon ausgemacht, als ich gesehen habe, dass da noch ein ICE kam und dann ganz schnell wieder an. Deswegen ist er so vorgeploppt. So, und jetzt kommt unser Hauptdarsteller. Also hier fährt mal wieder, ja, ich weiß nicht, ob das ein Schuttgut ist oder ein Kadi-Zug ist, fährt wieder in den Bahnhof ein und wird von ganz vielen Zügen überholt, aber wir haben auch auf der anderen Seite ganz viel Zugverkehr. Also das wird sehr, sehr spannend, kann ich auch mal sagen. Dann viel Spaß dabei. Jetzt, wo der Zug angehalten ist, gehe ich mal nach vorne, um die Überholung besser filmen zu können. Bin ja ein bisschen beeilt. Naja, dann schauen wir mal, was alles so Schönes passiert. Zählt mal mit, wie viele Überholungen das insgesamt sind. Ich weiß nicht, war es jetzt schon die dritte oder vierte? Und schreibt mal in die Kommentare, auf wie viele Überholungen ihr kommt. Also ich wollte hier, dass die Umschaltung des Signals filmen, aber jedes Mal kam dann doch noch ein Zug und noch ein Zug. Der Tscheche darf natürlich auch nicht fehlen. In einem Schwarzenberg-Video muss wohl immer der Tscheche oder der Flix drin vorkommen. Ja, jetzt sind wir sogar noch vom Regionalexpress überholt. Und die beiden Regionalexpresse kommen diesmal relativ zeitgleich. Drüben kommt einer und der andere kommt auch nur in ein, zwei Minuten versetzt. Und das Signal für unseren Regionalexpress hier ist ja auch schon grün, wie ihr sehen könnt.
Ja, falls euch in den kleinen Schwenker wundert, ich wollte die Umschalt des Signals filmen und habe natürlich den Joystick in die falsche Richtung gedrückt. Dadurch kam dieser kleine Schwenker zustande. Jetzt auch der Flicks drehen. Ich wollte schon gerade sagen, von beiden Zügen überholt, vom Tschechen und zum Flicks drehen, aber stimmt natürlich nicht. Der Flicks drehen ist ja in die andere Richtung gefahren, also ist er nur vom Tschechen überholt worden. Ich hatte jetzt eigentlich diese Frequenz auch nur drin, um zu sehen, dass sich das Signal umschaltet. Aber warum ich das jetzt hier zeige, habt ihr gemerkt, dass der Motor abgeschaltet worden ist von der Lok oder der Hauptschalter aus, je nachdem, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ist die Lok plötzlich leise geworden. Ja, hier nochmal die Schalteinstellung von den Waggons. Jetzt kommt ein ganz cooler gemischter Güterzug, also wie Alex E. sagen würde, ein Gemischwarenladen. Und der Zug hatte eine Trax dran. Das fand ich auch sehr cool. So, jetzt wird das Signal gleich grün. Und der Zug dann losfahren. Nicht wundern, ich wollte eigentlich mal die Puffer zeigen, aber ich habe die mit der Kamera leider nicht ganz getroffen. Ja, das Augenlicht wird halt auch immer schlechter. So, jetzt kommt noch ein Güterzug und das war's dann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.